Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen heute an diesem wunderschönen Sonntag im neuen Jahr. Ja, was passiert hier heute so? Ich hoffe mal nicht so viel. Ich finde, es könnte einfach mal ein gemütlicher Sonntag werden. Was meint ihr? Wollen wir uns einfach mal von diesem ganzen Drama und dieser ganzen Energie aus dem letzten Jahr lösen? Vielleicht hat der ein oder andere auch noch einen leichten Kater, ob nun körperlich oder emotional. Vielleicht hat jemand so Liebeskummer, der sich anfühlt wie ein Kater im Herzen. Und ja, schauen wir doch mal. Wir gucken erstmal diese Karten rein von Dein Herz kennt den Weg. So, nehmen wir erstmal eine raus. Ich glaube, ich lege heute erstmal wieder ein paar Karten aus und dann gucken wir gleich mal rein, was uns das so sagen möchte. Was wollen wir denn heute mal? Das Einhorn-Orakel. Ich frage mich ja, wie es euch geht. Also wenn du magst, könnt ihr gerne unten in die Kommentare etwas schreiben, mir erzählen, wie ihr so über Silvester gekommen seid. Ich hoffe, der ein oder andere hatte einen schönen Tag, egal ob mit oder ohne Menschen, und es ist nicht so im Chaos geendet wie mancherorts. Und auch nicht ganz so langweilig gewesen wie an anderen Orten. Also ich hoffe, du hattest einen guten Mittelweg und hattest Spaß an dem Tag. So, nehmen wir noch die beiden. Und ich weiß gar nicht, warum ich das hier heute mache. So rum. Irgendeinen Grund wird es haben. Ich rede einfach mal weiter. Wen das stört, der kann ja einfach vorspulen und nachgucken, wo ich die Karten aufdecke. Weil ich lasse mich einfach von meiner Intuition leiten. Ich habe mir gesagt, für dieses Jahr gehe ich einfach all in. Ich gehe noch mehr in meine Weiblichkeit und ich versuche noch mehr einfach zu fließen. Denn in meinem Alltag muss ich schon genug männliche und weibliche Energien gleichzeitig halten. Naja, ihr kennt das. Wer Mutter und Vater gleichzeitig ist, der hat halt vielfältige Verpflichtungen und wird als Frau halt auch in die Ecke gedrängt, männliche Aufgaben komplett zu erfüllen und gleichzeitig trotzdem noch Mutter zu sein und die Femme Fatale oder sonst irgendwas. Und manchmal ist das alles ein bisschen viel. So, dementsprechend habe ich mir gedacht, für meine Kartenlegungen gehe ich jetzt mal raus aus diesem strukturierten, Kopfgemachten. Und deswegen ordne ich die Karten auch so schön in Zweiergrüppchen an. Herrlich. Guck mal, die ist sogar falsch rum. So, Ordnung muss sein. Huch, jetzt hier auch gleich eine umgedreht aus dem Kartenstapel heraus. Die Übungspraxis. Ich packe sie jetzt wieder rein. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich sie auch falsch rum raufgelegt beim letzten Mal. Kommt gleich wieder eine raus. Die Vorstellungskraft. Na, die hatten wir ja nun auch in letzter Zeit mehr als genug. Ach ja, also, nach wie vor geht es darum, den Vibe aufzuschnappen vom beginnenden 2022. Und ich denke, das dauert auch noch na, so 2, 3 Wochen, bis das richtig reingekommen ist, bis es richtig angekommen ist. Aber dann ist es wahrscheinlich alles supi. So, ich fange jetzt mal hiermit an und dann schauen wir mal, wohin uns die Reise führt. Also, decken wir mal auf. Was auch immer passieren mag, es ist okay. Indem du das Leben radikal akzeptierst, befreist du deinen Geist und öffnest dein Herz für die Veränderung. Sobald du dich nicht mehr an dem, was sein sollte, festhältst, kannst du mit dem, was ist, Frieden schließen. Ja, das ist eine gute und große Überschrift in diesem Falle. Radikale Akzeptanz von allem, was ist, ist nicht so einfach zu erlernen, aber es ist zu erlernen, weil wir meistens doch genervt sind über unsere eigenen Erwartungen. Zum Beispiel, wenn du jetzt erwartet hast über Silvester, dass irgendetwas Besonderes passiert oder etwas Bestimmtes passiert oder mit einem anderen Menschen etwas Bestimmtes passiert, dann kann es sein, dass du über deine eigenen Vorstellungen, die da nicht eingetroffen sind, ja, traurig geworden bist oder verärgert geworden bist oder wie auch immer. So, wir haben hier sehr unterschiedliche Karten liegen, was ich irgendwie interessant finde. Ich nehme noch mal welche aus dem Engel der Liebe-Orakel dazu. Und ja, wie immer findet ihr alle Karten, die ich benutze, unterhalb des Videos. Hat mich alles verlinkt. Verlinkt, verlinkt. Bin hier gerade etwas abgelenkt, weil das Kätzchen jetzt hier wieder seine lustigen 5 Minuten hat. Ich habe gerade die Eltern nach draußen in den Schnee entlassen und jetzt versucht es sich hinter das Sofa zu
stürzen. Naja, ich hoffe mal, es bleibt da nicht stecken, weil da ist nicht so viel Platz. Aber naja, sonst muss ich das da gleich wieder rausangeln. Also, wir haben hier tatsächlich heute eine ziemlich gemischte Botschaft, die aber sagt, dass es in Ordnung ist, wenn wir gerade nicht so ganz uns wohlfühlen. Also wenn wir in einem Modus sind, wo wir das Gefühl haben, dass wir uns wirklich von alten Systemen lösen müssen. Von alten Glaubenssystemen. Und das hier, was hier passiert, ist höchstwahrscheinlich einfach wirklich ein interner Konflikt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier heute mit unseren eigenen Gedanken vor allen Dingen erstmal beschäftigt sind und weniger wirklich mit anderen Leuten. Vielleicht hast du dich ja auch über Weihnachten und Silvester sozialisiert und brauchst jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, um deinen Akku wieder aufzuladen, um überhaupt wieder handlungsfähig zu sein. Na, Schätzchen, bist du selber rausgekommen? Sehr gut. Ja, es kann jetzt auch sehr hoch springen inzwischen. Neulich war es schon auf einem Brett, was ungefähr in 2 Meter Höhe ist, ist da seinem Papi hinterher gesprungen. Das ist so lustig, wenn ihr das jetzt sehen könntet. Es liegt da so ganz zusammengequetscht im Bücherregal auf einem Karton und guckt mich immer so komisch an von der Seite. Aber da ist kein Weg bis hier drüben. Das ist schon absichtlich so. Gut, aber zurück zum Thema. Ja, dann kommst du wieder zu meinem Hausschuh. Ne? Ja, ja, ja. Also, wir haben hier den Hinweis als allererstes, dass wir von Erzengel Michael beschützt sind. Vor allen Dingen vor niedrigeren Energien, die jetzt auf uns einprasseln wollen. Unsere Liebsten, wir selber und unser Heim ist geschützt und du kannst natürlich auch energetisch dazu beitragen, dein Haus oder dich selber zu schützen. Ich selber stelle mir das immer gerne als eine blaue Lichtschutzrüstung um den Körper herum vor, beziehungsweise um die Aura herum. Und man kann sich das aber auch wie so eine große Blase vorstellen zum Beispiel, die energetisch gesehen um einen herum ist. Dann haben wir hier noch einen Hinweis von Erzengel Raguel, der sagt, achte auf deine wiederkehrenden physischen und emotionalen Gefühle, da sie ein wichtiger Hinweis auf göttliche Führung sind. Wir müssen lernen zu unterscheiden zwischen einem konkreten Bauchgefühl, einer Eingebung gewissermaßen und den Gefühlen, die so schnelllebig durch uns hindurch kommen. Die Emotionen, die uns sozusagen hin und her schmeißen. Ich kenne das selber von mir auch. Ich bin sehr impulsiv. Ich bin leicht entflammbar, sag ich mal. Und ich bin ganz ruhig und entspannt. Ihr wisst ja, wie ich hier so denke, im Großen und Ganzen. Aber manchmal, wenn mich etwas stört, dann muss ich meine Grenzen auch verteidigen. Und dadurch, dass ich ja lange Zeit mich schutzlos habe, dem Leben ausgeliefert gewesen sein, haben könnte. Da ich lange Zeit schutzlos war in meinem Leben, gefühlt sowie auch in real, habe ich, nachdem ich mich getrennt habe, natürlich eine sehr hohe Mauer aufgebaut, um einfach wieder meine Teile wieder zusammenzusetzen. Und jetzt in der Zeit, wo ich jetzt irgendwann damit fertig bin und dann mal so einen Stein aus der Mauer rausgezogen habe, merke ich, wie es immer wieder wichtig ist, sich nicht von seinen eigenen Gefühlen hin und her reißen zu lassen, sondern sich immer wieder nach innen zu begeben, um zu gucken, was es wirklich mit dir macht. Und das ist auch dieses hier, was immer passiert, es ist okay. Wir können uns nicht immer vor allen schützen. Also wir können uns nicht vor den positiven und nicht vor den negativen Gefühlen schützen. Wir haben hier nochmal den Hinweis auf einen neuen Partner. Und hier unten auch den Hinweis darauf, dass man einen Seelengefährten findet, der eventuell etwas anders ist als der Typ, den man sonst anzieht, aber auch die unerwiderte Liebe. Ich weiß nicht genau, wie es zusammenpasst, aber ich könnte mir vorstellen, dass du vielleicht das Gefühl hast, es gibt hier niemanden, der zu dir passt. Aber das ist eigentlich so eine Einstellung heraus, die kommt aus mangelndem Vertrauen darauf, dass du wirklich liebenswert bist. Und ja, es ist absolut normal, das zu fühlen. Ich fühle das auch. Neulich sagte mir auch jemand, ja, ich weiß gar nicht, was du hast, bei dir läuft doch alles so super. Und ich dachte mir so, hey, bei mir läuft überhaupt nichts super. Das sieht von außen halt immer anders aus und so geht es dir halt auch, wenn du auf andere Leute schaust. Da denkst du immer, ja, die haben es viel leichter als ich vielleicht oder bei denen läuft das, die haben einen Partner, die haben das, die haben dies. Das hat auch nichts mit Neid in dem Sinne zu tun oder mit Vergleichen, sondern es geht darum, dass es einfach einen Teil in dir gibt, der sich immer minderwertig fühlt,
weil er es einfach nicht anders gelernt hat oder weil es einfach eine Art Selbstschutzmechanismus ist. Es kann auch sein, dass du hier einen Partner kennengelernt hast, einen neuen, aber das entwickelt sich halt nicht von heute auf morgen. Die Karte sagt, eine zufällige Begegnung ist kein Irrtum. Sie ist von den himmlischen Kräften orchestriert als Katalysator, damit die Dinge in Gang gebracht werden, die deine Gebete Früchte tragen lassen. Achte aufmerksam auf alle neuen Menschen, die von uns gesandt in dein Leben treten. Du wirst sie durch dein Gefühl der Vertrautheit und Unbeschwertheit erkennen und wissen, dass dir durch diese Personen nur Gutes widerfahren wird. Also hier sollte man vielleicht aufgeschlossen bleiben, auch wenn diese Menschen ein bisschen anders sind, als man es vielleicht erwartet hat. Und wenn sich das vielleicht auch anders anfühlt, als man es erwartet hat. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es neulich schon mal gesagt. Wenn du jemanden kennenlernst, jemand Neues, und es ist so super aufregend oder dieser Mensch erfüllt so sehr deine Bedürfnisse, also wenn du dich hässlich fühlst, sagen wir jetzt mal, wir machen es ganz plump, okay? Du fühlst dich jetzt hässlich. Und dieser Mensch kommt, oder dieser Mann kommt in diesem Fall, und sagt dir, du bist die schönste Frau der Welt. Ich habe noch niemanden gesehen, der schöner ist als du. Dann trifft er damit natürlich total deine Bedürftigkeit. Heißt, wenn du diese Bedürftigkeit hast und da kommt jemand und kippt dann da Champagner in dein Glas, dann denkst du dir so, ja, endlich hat jemand meinen Wert erkannt. Und dann verliebst du dich in diesen Menschen oder du wirst so abhängig davon, dass dieser Mensch dich wertschätzt, dass du selber verpasst oder die Gelegenheit verpasst, um dich hier weiterzuentwickeln. Weil dieses Gefühl, was der andere Mensch dir gibt, das solltest du dir eigentlich selber geben. Und wie ich eben sagte, es ist nicht so einfach, das immer zu lernen, aber es ist so essentiell, es zu lernen. Und vielleicht ist es sinnvoll, manchmal 2 Schritte zurückzutreten, und sich wieder daran zu machen, den eigenen Selbstwert zu erhöhen. Und ich bin gar nicht so ein klassischer Selbstwert-Coach, der immer sagt, du musst nur mehr Selbstwert haben, bla bla bla, weil ich glaube, so ist ehrlich gesagt auch eine der narzisstischen Hauptprobleme entstanden, die wir seit den 80er Jahren haben. Aber das führt jetzt gerade zu weit. Gibt es aber tolle Bücher zu. Ich empfehle wie immer, lest Dr. Bonelli. Ganz wundervoll. So, aber kommen wir zurück. Was ich eigentlich sagen wollte, ist Folgendes. Du musst lernen, dich selbst zu lieben, und zwar mit vollem Umfang. Das heißt, wenn du da jemanden kennenlernst, dann sollte das möglichst entspannt, nett und langweilig sein. Also nicht, dass der Mensch langweilig ist, sondern es sollte deine Gefühle nicht in Achterbahnfahrten versetzen. Es sollte dein Magen nicht in Schmetterlinge transformieren. Es sollte einfach natürlich und harmonisch in dein Leben einfließen. Weil das ist es, was wir im Endeffekt brauchen. Liebe, Ruhe und Beständigkeit in einer Paarbeziehung. Was nicht heißt, dass man nicht miteinander wilde Sachen erleben kann, verrückte Sachen erleben kann oder sich gegenseitig die Matratze vergolden kann. So ist es nicht. Sondern es geht einfach darum, dass wir lernen, dass es unterschiedliche Gefühle sind, die entstehen, wenn man aus der Bedürftigkeit heraus mit Liebe überschüttet wird oder ob man aus einem Standpunkt von einer gesunden Basis von Selbstliebe mit Liebe überschüttet wird. Weil du lernst dann zu unterscheiden zwischen einem Menschen, der wirklich an deinem Inneren interessiert ist und einem Menschen, der eigentlich nur, oder was heißt nur, aber vielleicht oberflächlich mehr an deinem Körper und an den Dingen interessiert ist, die du für ihn leisten kannst oder auch für sie. Liebe Männer, verdeckte Narzisstinnen, großes Thema, sind nicht so viele wie bei den männlichen Narzissten, aber ich glaube, es ist auch total verheerend, ja. Die verschleißen Herren. Diese Damen, die einen weiblichen verdeckten Narzissmus haben, kommen als Opfer daher, leiden viel und suchen einen starken Helden. Und durch ihre Art und Weise, die Männer durch körperliche Vorzüge gefügig zu machen, ziehen sie euch dann in ihren Bann. Ihr fühlt euch männlich, ihr dürft retten. Sie gibt euch am Anfang auch das Gefühl, dass das wirklich gut belohnt wird. Und ich sage euch jetzt nicht, was ich vor meinem inneren Auge sehe, weil das geht bei YouTube nicht. Aber sie wird sich auf jeden Fall die ein oder andere Sache einfallen lassen können, um euch zu beglücken, sagen wir es mal so.
Was mir gerade reinkommt, ist, dass es natürlich immer schwierig ist. Du kannst. Moment, ich muss kurz meine Gedanken sortieren. Also, ich wollte jetzt erstmal die Männer zu Ende erzählen. Also, Männer, wenn ihr eine Frau findet, die so super bedürftig ist und eure Hilfe braucht, passt immer auf. Es kann natürlich sein, dass es eine Frau ist, die so ähnlich wie ich einfach in einer richtigen Scheißsituation steckte und die wirklich viel durchgemacht hat. Weil ich komme mir manchmal auch so vor, wenn ich aus meiner Vergangenheit erzähle, als würde ich halt nur rumjammern und Aufmerksamkeit heischen wollen. Aber es ist halt gar nicht so. Das ist das, was mir passiert ist. Und das ist der Witz. Ich bin damit einfach sehr offen inzwischen. Darüber denke ich aber auch nach, an welchen Stellen es halt angebracht ist. So. Aber das gilt halt für Männer wie für Frauen. Wenn ein Partner kommt, der deine Bedürfnisse zu sehr erfüllt, gleich am Anfang und dir gleichzeitig aber auch immer so dich vor Herausforderungen stellt, gefühlt, das auch zu erfüllen. Oder einfach viel zu sehr Prince Charming ist oder einfach viel zu sehr die Prinzessin, dann pass auf. Weil, wie gesagt, Frauen suchen einen starken Mann, einen Beschützer, einen Helden, jemand, der Dinge für sie regelt, der sich vor sie stellt, der sie tröstet, der sagt, komm, ich nehme dir die Dinge ab, die du nicht hinkriegst, ich bin für dich da und dann hat man halt auch noch guten Sex. So. Aber bei Männern ist es vielleicht andersrum. Ihr sucht jemanden, der bedürftig ist, der zu euch aufschaut, der euch bewundert, der euch natürlich auch die Matratze vergoldet in dem Sinne, aber hier wird das alles als Manipulation stattfinden, wenn ihr nicht aufpasst. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass manche Türen sich jetzt gerade, vielleicht auch an Silvester, für euch nicht geöffnet haben. Und jetzt habe ich nach 15 Minuten endlich den Bogen gefunden, wohin drauf ich hinaus wollte. So. Puh. Gut. Also, nicht jeder, den ihr nicht bekommen habt, war auch für euch gedacht. Und das ist wahrscheinlich auch gut so. Genau, weil wir hier die unerwiderte Liebe haben, die Chemie ist nicht stark genug und seid froh, dass ihr da vielleicht von Erzengel Michael direkt beschützt worden seid, nicht in eine erneute Lernerfahrung mit Leuten zu gehen, die ihr einfach nicht mehr braucht, sondern du darfst dich hier wieder befreien, deinen Geist und dein Herz öffnen für die Veränderungen, die wirklich für dich vorgesehen sind. Eventuell hast du versucht, in eine Paarbeziehung zu flüchten, weil du irgendetwas anderes hier nicht dir nicht vorstellen möchtest oder nicht vorwärts kommt. Ich weiß nicht, für wen das gilt. Ich habe hier noch die Karte der Großeltern. Ihr habt eine besondere Verbindung, die nie zerbrechen kann. Würde ich jetzt gerade dem Zeitgeist zuordnen, denn es ist wirklich so, dass Geschichte sich nicht wiederholt, weil die Zeit einfach ein Konstrukt ist, sondern wir sind immer noch in diesem Vibe. Wir sind immer noch auf dieser Schlaufe. Wir sind immer noch in dieser Zeitschlaufe der letzten 200 Jahre. Und auch unsere Großeltern hatten wahrscheinlich ihre Gründe dafür, in diese Zeit zu inkarnieren. Meine Großeltern sind jetzt noch relativ jung. Vielleicht sind sie sogar jünger als die Elterngeneration mancher Zuschauer hier. Ich habe ja ein gemischtes Spektrum. Also, ich habe jetzt noch eine Oma übrig und die ist Mitte 80. Und diese besondere Verbindung besteht vielleicht bei dir auch noch zu Ahnen, vielleicht auch die, die verstorben sind, weil sie einfach energetisch noch da sind. Nur weil wir das hier mit unserem begrenzten Sinnesspektrum nicht wahrnehmen können, heißt es nicht, dass diese Menschen nicht da sind. Und ich fühle mich sehr verbunden, muss ich sagen, weil ich könnte gerade sofort losheulen. Aber das ist schön, ist doch gut. Das trifft anscheinend den Nerv, der getroffen werden musste. Hui. So. Genau, also dieser Großelternkarte löst bei mir gerade ganz viel aus. Linkes Auge ist schon voll mit Pipi. Genau. Es ist einfach irgendwie eine besondere Verbindung da und sei dir gewiss, dass diese Menschen auch da sind, wenn du sie nicht wahrnehmen kannst mit deiner Physis. Und ein zweiter Teil, der mir hier gerade reinkommt, ist folgendes. Mit der Vorstellung und den Großeltern möchte ich auch mal folgenden Sachverhalt hier an den Mann bringen, an die Frau bringen. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass wenn Zeit ein Konstrukt ist und wenn Zeit einfach nicht linear ist, dass es dann möglich ist, dass du deine eigenen Vor- und Nachfahren bist? Hast du mal darüber nachgedacht, dass du eventuell immer wieder in deine eigene Familie inkarnierst, um immer wieder die Auswirkungen deiner eigenen Taten zu spüren? Beziehungsweise immer wieder in Wechselwirkung miteinander zu treten.
Man könnte sich das so ein bisschen wie die Blume des Lebens vorstellen oder wie so ein Raster, wie ein Gitternetz. Und du inkarnierst dich in diese einzelnen Schnittstellen immer wieder selber, natürlich unter anderen Vorzeichen, im anderen Geschlecht, auch mit anderen Charaktereigenschaften und einem anderen Lebensplan. Aber im Endeffekt bleibst du in einem gewissen übergeordneten Seelenplanrahmen, familiären Seelenplanrahmen, könnte man sagen. Was für ein schönes Wort. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, dass du immer und immer wieder mit deinen eigenen Fehlern und Taten konfrontiert wirst? Und das bedeutet gar nicht, dass deine Seele halt sich dann auch trifft gegenseitig, so wie man das vielleicht aus Zeitreise-Videos kennen würde, sondern es geht darum, dass ein Teil von deiner übergeordneten Seele, von deiner höheren, von deinem höheren Ich sozusagen, dass das einfach trotzdem noch beieinander bleibt, könnte man sagen. Wenn wir uns nämlich überlegen, dass wir einen Ort schaffen auf dieser Welt, wo wir sein wollen, wenn wir das Leben radikal akzeptieren, wie es ist, und dann unsere Schritte unternehmen, um das zu machen, was wir wollen, was wir uns vorstellen können, wo wir auf die göttliche Führung hören, weil wir tief in unserem Inneren wissen, was richtig ist eigentlich, dann könnten wir wirklich lernen, diesen Bewusstseinsschritt zu machen, dass wir aufhören, uns an diesem Außen da draußen abzuarbeiten und endlich in unsere Herzqualität kommen, um zu erkennen, dass wir den größten Dienst an der Menschheit leisten, wenn wir uns einfach genau um das kümmern, was vor unserer Nase liegt. Um unsere Familie, um unser Umfeld, um das, was wir wirklich tun können. So, und dann möchte ich nochmal hier rüberkommen. Wir haben noch die Karte des Ozeans, die ich jetzt hier ganz sträflich vernachlässigt habe. Das tiefe blaue Meer spricht zu deiner Seele, heilt und besänftigt dich. Selbst dein freudiger Gedanke, in seine heilenden Fluten einzutauchen, wird zu wünschenswerten Resultaten führen. Noch besser ist es, wenn du dich physisch in der Nähe des Ozeans aufhältst. Erlaube seiner Macht und Schönheit, alle Sorgen und Ängste wegzuwaschen. Also eventuell ist hier so ein Kurztrip zum Meer vielleicht auch ganz schön. Ich weiß ja nicht, ob du Lust hast, bei den Temperaturen jetzt lange über die Autobahn zu fahren, aber von hier oben ist es, also hier oben neben Hamburg ist es ja nicht so weit weg, wenn man zur Nord- oder Ostsee möchte, das geht schon. Aber wenn du natürlich irgendwo weiter unten bist, dann muss die lange Fahrt ja nicht unbedingt sein. Aber vielleicht hast du auch ein Gewässer, einen See, etwas Größeres, einfach Wasser, mit dem du dich verbinden kannst. Und wenn du das alles nicht hast und du auch sagst, boah, es ist mir draußen alles viel zu kalt, da habe ich gar keinen Bock drauf, dann kannst du ja vielleicht einfach ein schönes Salzbad heute Abend nehmen oder irgendetwas anderes Angenehmes machen. Vielleicht möchtest du auch dein Wasser energetisieren oder so. Ich denke mir, es könnte sinnvoll sein, sich heute tatsächlich einfach so gut wie möglich auszurichten. Denn wie ihr seht, ist diese Botschaft keine klare Botschaft, sondern diese Botschaft ist mehr darauf bedacht, dass du jetzt wirklich einen Gang zurückschaltest und einfach deine ganzen Gefühle sortierst. Schau, was es alles mit dir macht. Schau, wie es dir geht, indem du immer wieder akzeptierst, dass das, was gerade wirklich passiert, einfach so passiert und du daran einfach nichts ändern kannst. Weil vielleicht bist du hier von jemandem getrennt worden, sei es nun Familie oder Wunschpartner oder wie auch immer, zu deinem Besten. Vielleicht steht da hinter der Ecke schon jemand anders, sobald du aufgeschlossen dafür bist, dass jemand anders kommt. Weil du musst dich hier vielleicht gedanklich noch von jemandem trennen, wo die Liebe einfach unerwidert ist, wo du einfach denkst, gut, dann nicht. Und dann musst du da gucken, was da ist. Also besteht zwischen euch dann trotzdem noch eine Verbindung? Gehört ihr zum selben Freundeskreis? Könnt ihr das klären? Oder wenn du diesen Menschen nicht als Partner haben kannst, willst du dann überhaupt noch ihn in deinem Leben haben? Und das ist auch immer eine interessante Frage, weil wenn du angeblich jemanden liebst oder dich angeblich jemand liebt und diese Liebe wird nicht erwidert, dann kann es natürlich ein Schutzmechanismus sein, sich von diesem Menschen komplett zu trennen. Aber die Frage ist, ob du ihn als Mensch dann eigentlich auch wirklich geschätzt hast, wenn du hinterher oder drumherum nicht auch befreundet sein kannst. Ich finde, auch das ist mal eine Frage, der man nachgehen könnte heute. Ja. Gut, ihr Lieben, ich entschuldige mich für das Kuddelmuddel und das Durcheinander dieser Legung, aber da kann ich nichts für, dass die Karten so sind, wie sie sind. Ich hoffe, ich konnte dir den ein oder anderen interessanten Hinweis geben, denn ich selber habe gerade gar keine Ahnung mehr, was ich überhaupt gesagt habe, so im Ganzen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen Tag
Und ja, hoffe, es geht dir einfach so gut wie möglich. Sagen wir es mal so. Ich hoffe einfach, dass es jedem so gut wie möglich geht, auch wenn die Zeiten herausfordernd und anstrengend sind. Nach wie vor gibt es bis zum 9., also bis nächste Woche, eine Woche jetzt noch, keine privaten Kartenlegungen. Ich mache jetzt wirklich mal Ferien. Meine Kinder sind bei ihrem Papa und ich habe jetzt eine Woche lang für mich. Genau, und ich gucke mal, was ich daraus mache. Aber jetzt gehe ich erstmal in meinen Prozess, lecke meine Wunden und versuche mich wieder aufzurichten, so wie wahrscheinlich der ein oder andere unter euch auch. Und dann Krönchen richten, aufstehen, weitermachen. Na, alles Liebe dir und deinem Leben. Und dann hoffe ich, dass du morgen früh wieder dabei bist zu einer neuen Runde Tagesenergie-Botschaften. Wie immer freue ich mich über Likes, Abos, Spenden und ja, was ihr sonst noch so hier lassen könnt. Wer mag, kann sich nach wie vor gerne in den Newsletter eintragen, denn der wird jetzt auch versendet. Ich bin fast so weit. Ich habe es fast geschafft. Dann gibt es auch einen Newsletter. Im Januar erstmal einen provisorischen Test und dann ab Februar hoffnungsvoll jeden Monat. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich habe mir da jetzt in den letzten Tagen viele Gedanken zugemacht, wie das funktioniert, ob das zeitlich funktioniert. Aber ich nehme jetzt einfach mal diese Woche Zeit, um wirklich auch mal wieder zu mir zu kommen, weil ich mich nämlich versuche, gerade in Arbeit zu ertränken, damit ich hier dieses ganze Gefühlsgedöns nicht fühlen muss. Ist auch kein gesunder Weg, ist zwar produktiv vielleicht und da habt ihr alle was von, aber ich glaube, so nach hinten heraus wäre es besser, wenn ich auch mal einen Schritt zurücktreten würde. So, genau, das war's. Lang genug. Macht's gut, ihr Lieben. Bis morgen. Ciao.